Hallo, hier ist euer Mr. B. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer ab 6 Jahren geeignet. Yippie! Hallo und herzlich willkommen bei Willkommen auf Deponia. Bei der Legend-Folge sind wir beim Kuda angekommen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Und ich bin schon ganz gespannt und der Rufi auch wahrscheinlich. Aber das sagt zwar wieder nichts, aber naja. Wir kennen ihn ja, ne? Sehr schweigsam und so. Und jetzt schauen wir uns mal um auf dem Boot. Boot. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Oje. Wo soll man denn hierher kommen? Boot? Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Truhe? Schlossnauer Rufi, auf zur Tat. Zugesperrt. Ach, kein Vertrauen, diese Piraten. Was? Oh, die. Bei echt hier. Schauen wir mal. Ruhe. Boot. Fledermäuse, nicht? Gut, dann gehen wir doch mal in den Kuda rein. Und los geht's. Na, wen haben wir denn da? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ne? Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast. Doc? Ja, guck mal dort, Doc. Was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus, ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Ach so? Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Ja? Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Aha. Ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Genau. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Oh. Ach so, dürfen wir das machen? Ach so. Hallo. Knack. Huch. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Toni! Ja, dann zum Beispiel wieder putzen. Ja klar, was sind wir auf dem Müllplanet erwartet, gell? Was
gibt's denn hier? Oh! Was gibt's denn überhaupt hier? Ein Schlüssel. Der könnte zu einer Seetruhe oder so gehören. Oder zum Kerker im Rumpf dieses Schlepperschiffs. Ach, dieser Boso macht mich wütend. Hä? Wieso? Was ist denn mit dir los? Voll paranoid und voll, oh je, Vorteile und so. Nimm mal mit, Chrom. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Oh. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ah ja. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Ah. Dann wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Wie, hat denn eine Behalte? Zeig. Hallo? Hallo? Ja, Leute, Deponia hängt irgendwie. Will nicht mehr. Ah. Hallo? Was war denn jetzt? Eieieiei. Das tut mir echt leid, dass es jetzt gehangen hat, aber, ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze. Was ist denn da los? Hui, nix hui. Eieiei, seit letzte Folge schon. Wird's immer ruckliger. Was ist denn hier los? Was ist denn da los? So, Staubwedel, huch. Genau, was ich brauche. Wie? Dann nimm, du willst ja doch gar einen Putzruf hier. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Wieso? Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Nein! Tust du nicht! Hilfe! Hui, ach, jetzt geht's schnell. Komisch. So, dann machen wir doch mal. Uiuiui. Hui! Goals Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Ruhe wieder sauber. Da sind die Kontakte. Hittebä, der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oh je, Fettfleck da. Nein. Ich hol nochmal rüber. Oh, Fusselalarm. Nein. Nochmal? Ja, super, und jetzt? Nicht gut. Ach, das ist schon wieder Rätsel, Hilfe. Hier? Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen sollen. Das ist schon wahr, hallo? Was für eine Sauerei. Hilfe! Und wieder Staub. Perfekt. Noch ein Fettfleck. Nochmal. Und wieder Staub. Perfekt. Nein. Wie das nein? Das ist schon abgestaubt. Ach so, Entschuldigung. Was für eine Sauerei! Was für eine Sauerei! Heieiei. Ja, kann ich doch. Ich hoffe, das gehört so. Kriegt man das auf den Zauber? Ich rufe das voll nicht drauf. Ich mir die Finger waschen sollen. Das ist voll nicht drauf. Dann gehen wir noch raus. Wir machen doch erstmal was anderes. Heieiei, das ist ruckeln. Will nimmer. So, gehen wir raus. Oh, ordentlich. Macht Tür zu. So, hier ruckelt es komischerweise nicht. Guck. Komisch. Geht das? Das ist doch bestimmt der Schlüssel. Hallo. Schlossnagel Rufi schreit es der Tat mit dem so, Schlüssel. Offen, der Schlüssel kann weg. Hallo? Was? Sonst geht's noch, oder? Was ist das für einer? Guck mal. Was haben wir denn da? Ja. Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Puh,
Was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste? Hm? Und eine Flasche Fettlöser. Ah, den sehr Mädchenkram lasse ich mal drin. Okay. Moment, wie, so, oder wie war das? Ah, genau. Also, Fettlöser? Was für eine Sauerei! Perfekt. Nochmal. Was für eine Sauerei! Wäre das schon viel besser, hallo? So. Dann, Nein. Wie? Das habe ich schon abgestaubt. Ach so, Verzeihung. Nicht gut. Noch ein Fettfleck. Ui, hier geht gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. Was für ein Joker? Staubig, Okay. Ach was. Mit dem Drahtbürst wie vorsichtig. Moment. Nein. Wie? Die Datasette ist schon schmutzig genug. Zeit für die harten Geschosse. Ach was. Und wenn ich hier wedle? Nein. Die Datasette ist schon schmutzig genug. Zeit für die harten Geschosse. Aha. Tatsächlich, Drahtbürst. Alter, das ist doch mal ein verrücktes. Rufus liebt Kohl, Alter. Bist du aber verliebt? Was? Bist du verliebt? Bist du verliebt? Was ist da? So gut wie neu. Aha. Ja, du kannst ja da. Könnte noch woanders herkommen. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut. Dann zeig mal her. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die, natürlich. Die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend, hat da jemand seinen Namen? Und ein Herzchen eingesetzt. Nein. Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Okay. Yippie. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist... Olfi! Rufus! Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der ja. Organon hat uns belogen. Genau. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Genau. Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Okay. Ich habe dich gerettet, Bibi. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja. Offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum, du kannst dich ja auch später noch bedanken. Dein Implantat war kaputt.
Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja, ja. Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Das stimmt doch, da hängt doch was. Die Platte hängt. Die Kratzer sind nicht so gut, Rufi. Cletus ist ein Verräter. Ein Verräterschwein. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Mhm. Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Der Organon will Deponia zerstören. Organon. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier. Um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber nein. Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Meine Rede, genau. Du hast von einem Piraten verschleppt. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit? Nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Aha. Okay, lass hören. Wir sollten den Organonkreuzer kapern. Während du die Organons ablenkst, schleiche ich mich zur Brücke. Dort verkleide ich mich als Steuermann, indem ich mir einen Bart aus einem Pinsel und etwas Leim bastle. Dann müssen wir nur noch etwas Draht und einen Schraubenzieher finden und... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir werden Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Yippie!